Tja, hallo zusammen. Damit ich nicht im Regen irgendwo hier draußen rumlaufe, habe ich mich zwischen Green Mountain und Zelenogorsk in eine, naja, Mini-Holzhütte gesetzt. In den Dingern stehen ja auch meistens Schaufeln rum. Also habe ich einfach mal zackig hier draußen ein Feld angelegt. Das schöne Grünzeug, was da wächst, werden hoffentlich mal Kürbisse. Und dadurch, dass es regnet, wachsen die auch ohne Dünger. Und gerade als der Regen mal aufgehört hatte, habe ich ja noch zwei Samen reingesteckt, aber dann hat er mir gesagt, es ist zu trocken und dadurch können sie dann quasi schlecht oder gar nicht wachsen. So, tja. Aber was noch viel spannender ist an der ganzen Sache, vor ungefähr 10 Minuten, als ich hier so gesessen habe und die Regentropfen gezählt habe, kommt einfach von rechts nach links einer durchgelaufen. Sah aus, als wenn der ganz gut mit einem Ghillie-Suit ausgerüstet war und ja auch Mosin und sowas hatte, aber ist einfach vorbeigelaufen. Richtung Green Mountain hoch, was da drüben irgendwo ist. Ja, das war schon spannend, sag ich mal so. Tja, also wie gesagt, da hinten kommt jetzt das nächste kleine Pflänzlein. Ja. Also an einem Tag wie diesem, kann man sich gemütlich irgendwo hinsetzen, vielleicht auch unter einen Baum und einfach ein bisschen was anpflanzen. In diesen Schuppen hier liegen ja meistens auch irgendwelche Samen rum. Ich hatte schon welche dabei, aber hier haben auch noch Kürbissamen rumgelegen. So, hier rechts vorn kommt schon das nächste kleine Pflänzlein. Da hinten sind auch schon teilweise Früchte zu sehen. Aber das ist ja noch irgendwie ein gefährlicher Spot. Ja, da oben ist der Waldrand, von dem man aus westlicher Richtung auf Zeleno schauen kann. Also hier drüben, wie gesagt. Ich sitze hier in dieser Hütte, dazwischen irgendwo. Ach, offensichtlich kann man ja auch hier rauskriechen. Oder reinkriechen natürlich. Aber das lassen wir erstmal. So, mal gucken, ob ich noch was zum Ausfrieren habe, aber im Prinzip ist mir nicht kalt. Also der Regen ist heute ziemlich... Naja, wie soll man sagen? Penetrant. Hört höchstens für eine Minute auf oder gerade mal 30 Sekunden. So, der wird wahrscheinlich nach Green Mountain dann weiter sein Richtung Vibor oder sowas. Wer auch immer das gewesen sein mag. So, ich werde mal einen Schnitt machen, falls es noch zu einer Ernte kommt. Ja, da sehen wir schon die Früchte, die immer größer werden. Wie gesagt, falls es noch zu einer Ernte kommt, geht's weiter mit der Aufnahme. Ansonsten war es das erstmal schon so kurz für zwischendurch. Bis gleich oder bis später. So, der Regen hat nachgelassen. Ich grab nochmal schnell zwei... Naja, oder sagen wir mal, ich bereite zwei Stellen vor, in die ich noch Samen stecken kann. Die Schippe ist auch bald hinüber. Na, noch geht's. So wie ihr sehen könnt, nehmen die Kürbisse schon Gestalt an. Oh, remove plant. Also ich könnte jetzt auch die Pflanze rausziehen, falls ich da noch irgendwas anderes anpflanzen will. So, jetzt mache ich... lege ich gerade den 9. Slot an. Vermutlich sagt er mir dann danach, dass es nicht mehr geht. Oder dass die
Ja, there are no free slots for digging. Alright. So, dann erstmal die Schippe weg. Ohne dass ich sie wieder hin und her ploppen muss. Dann die Samen in die Hand. Und los geht's. Zack. Zack. Na, nicht remove, sondern... Ja, hat funktioniert. Gut. Hier kann man sehr schön sehen. Die neuen... Ja, Setzlinge oder wie man das auch nennen mag. Oder sagen wir mal, wie es genannt wird. So. Ja. Ihr könnt im Text lesen. However, the soil is too dry for the plant to grow. So, dann werde ich gleich mal probieren, ob ich vielleicht... Water the plant. Yes. Wir können... Hat er die komplette Flasche leer gemacht? Nee. Ups. Also wie gesagt, wenn ihr genug Wasser dabei habt, könnt ihr eure Pflanzen natürlich wässern. Es knistert hier. So, haben wir noch ein bisschen was drin? Nee, ist leer. So, und dann wird wahrscheinlich, ich schätze mal, mit einer Ladung Wasser, die man drauf gibt, wird vermutlich eine Stufe Wachstum losgehen. So, ich guck mal, ob ich hier hinten schon ernten kann. Die sehen collect crops and plant. Ja, was ist denn los? Sind hier irgendwelche Schritte zu hören? Mann, Mann, Mann. Also ich sag mal, collect crops and plant. So, ich habe jetzt einfach einmal eingesammelt. Da ist ja die schöne Frucht. Wie groß ist sie denn? Boah, 2x2, wie es halt aussieht. Plant Material. This item will be usable in horticulture as a fertilizer. Ah, coole Sache. Das habe ich gleich noch einen Dünger mit abgegriffen. So, hier seht ihr meinen schönen Regenmantel, den ich zwar noch nicht geflickt habe, aber falls es drauf ankommen sollte. So, ja, dann sage ich mal guten Appetit. Der erste selbstgeerntete Kürbis. Das ist doch Wahnsinn. So. Ja. Richtig voll gegessen, so wie das sein soll. So, was schmeiße ich jetzt hier am besten noch raus, um den Kürbis da mitnehmen zu können? Obwohl, ist eigentlich egal. Tja, falls es natürlich später nicht regnet, wenn ich mit dem Team unterwegs bin, dann stehen wir da. Da müssen wir unsere Wasserflaschen leer machen, wenn wir sehen wollen, wie es wächst. Das mit dem Regen war schon sehr praktisch. So. Scheint doch ein bisschen länger Pause zu machen, der Regen. Genau, mal gucken, ob wir noch irgendwas mitmachen können. Cut out seeds from pumpkin. Coole Sache. Können wir uns sozusagen selber Samen ziehen. Und dann haben wir für Jahre ausgesorgt, wenn wir im Wald an einem Fluss rumsitzen. Können wir Hasen fangen mit der schönen Hasenfalle. So, dann schneide ich einfach mal ein paar Samen raus. Halt, Moment, Moment. Wir müssen natürlich noch Inspect machen. So sieht das schöne Endzeitfrucht aus. Jetzt haben wir flink die Samen rausgeschnitten. Da liegen sie schon. Ja, 45 Stück. Boah. Naja, immerhin. So, falls jetzt plötzlich der Bildschirm schwarz wird, dann liegt das daran, weil mich jemand überfallen hat. Ach cool, dann kann ich die gleich mal austauschen hier mit den anderen. Combine. So, dann nehme ich natürlich die mit, die ich selbst gezogen habe. Wunderbar, dann gucken wir uns nochmal dieses Grünzeug an hier. Den Dünger. 100% Bio. Wunderbar.
So, was ist hier los? Ich lasse das einfach mal stehen. Coole Sache, wenn das nur weiter wächst oder... Vielleicht gibt es 3 Stufen von Wachstumsgeschwindigkeit. Aber wenn der mir anzeigt, dass es zu trocken ist, um zu wachsen, wächst es vermutlich ohne Regen gar nicht. Mit Wasserflasche immer eine Stufe, und wenn es durchweg regnet, wächst es hintereinander lustig los. Oder wenn man vorher Dünger aufgemacht hat, wächst es auch konstant durch. Das sind vermutlich die 3 Stufen. Hätte auch sein können, wenn es gar nicht regnet und man kein Wasser drauf macht, dass es extrem lange dauert zum Wachsen. Vielleicht so 1,5 Stunden, bis es hoch ist. Kann man ja alles machen. So, vielleicht stehe ich wieder ein bisschen zu offen rum. Aber hat doch erstmal gut funktioniert. Ich lasse das hier einfach so liegen, natürlich. Vielleicht kommt gleich jemand vorbei. Aha. Rechts ist noch einer nachgekommen. Vielleicht war da auch schon die Stufe in Gang gebracht. Vielleicht muss man noch einmal gießen. Falls ich warte noch, bis die Kleinen hier vorne noch ein bisschen weiter die nächste Stufe wachsen. So, und dann werde ich auch mal eine Pause machen. So, den Blick nach draußen nicht vergessen. Kann jederzeit einer vorbeikommen. Bei der ganz gut gefüllten Liste hier. Trinity ist auch da. Gestern habe ich wieder mal in Matrix geschaut. So, wie geht's voran hier draußen? So, Moment. Haha. Vielleicht kann ich den Dünger gleich hier drauf klatschen. Das probieren wir noch mal sofort. Remove plant. Ich glaube, den kann man nur vorher draufsetzen. Oh, was ist hier? Oh, Regen, schnell wieder rein. So, die Schaufel ist inzwischen vermutlich schon so gut wie hinüber. Damaged geht noch. Ach ja, wenn sie badly ist, dann müsste ich die glatt mal irgendwie... Naja, probieren wir andermal. Und zwar geht es darum, ob man die auch wieder mit dem Stein auf Damaged hochbringen kann. So, na gut, ja. Die Zeit. Na gut, jetzt ist es noch gewachsen, aber wir wissen nicht warum. War es der gute, saure Regen? Alles klar. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.